Wird schon bald. Das war hier. Hat es geheiratet oder Bilder gemacht? Die haben Bilder gemacht. Draußen. Also, es ist draußen, haben sie Bilder gemacht. Vielleicht haben sie auch geheiratet. Vielleicht haben sie auch die geheiratet. Das wirst du mal nicht. Kann der Miete privat alles sicher auch mieten. Aber da hätte die Hochzeitsgesellschaft, wo schon drin warum war, nicht reingepasst. Hier ruft man von euch und bitte den Deutschen des Lebens. Ja. Ist alles raus? Der Burgbauer. Ja, Basel. Da hinten, irgendwo. Nach oben. Wir sind jetzt alle nach oben gegangen. Und jetzt folgen. Moment, wir lassen erst jemand raus. Total, hä? Jetzt warten wir, bis die Leute weg sind. Ja, der Garten ist schön. Ein schöner, verzauberter Burggarten. Vielleicht blüht noch was später. Also später im Jahr. Uralte, hunderte Jahre altes Geländer. Richtig. Originalgetreu. Hä? Ja, aber nur kurz. Okay. Hast du es schon mehr entdeckt? Du machst dann ab und zu mal so viel. Das
müsste ich doch wissen, was das für ein Ding ist. Das ist ja ein Mod im Kopf. Ich glaube, das ist die erste Weide. Also wenn du das anschaust, ist komplett komisch gebaut. Ja, rote Jahre. Was ist das, rote Jahre? Kongresszentrum. Zur Waldorfschule oder was? Zur Gymnasium? Der Steiner. Schau das mal an, das ist krumm und tief. Ja, aber das war extra so gebaut, oder? Das ist so alt, das sieht neu aus. Ich geh mal runter. Das ist extra so gebaut, ja. Ein Gymnasium oder sowas? Ja, das ist der Allgemeine an der Schule. Hier ist ein Waldorfschulengrund, ein Waldorfzentrum quasi. Okay. Meine Güte. Sieht man daran, dass es komisch schief ist? Ja. Und mit was heute so aufgekommen? Ich will machen, das heißt, man. Das grundlegend gebaute Vorbild hat das Kriterium zu dem Impulse für die gesamte anthroposophische Architektur gegeben, zu dem beispielsweise die Gebäude vieler Waldorfschulen zählen. Das weiß ich, weil Lenz Klasse, die machen immer eine Kunstfahrt nach Italien über alles Mögliche. Die besuchen auf der Kunstfahrt auch immer das Goetheanum. Ah, das hier sogar, oder? Ja, genau, ja? Das hier. Das war, also das ist da müssen wir Lenz anrufen, das ist genau, da kann uns mehr drüber erzählen. Genau, da kann uns alles drüber erzählen. Das Goetheanum, meine ich. Aber ich glaube, es war eine ziemlich flotzende Landschaft. Das sieht man von weit her. Genau, beide Entwürfe zum Bau stammen von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie. Und Rudolf Steiner ist auch der Begründer der Waldorfschule. Da. Okay, und wann hat er gelebt? Ist ja schon lange, ja. Letzten Jahrhundert? Ich glaube, 20. Jahrhundert. Okay. Also ich glaube, der war Nazi. Also irgendwann zur Nazi-Zeit. Okay. Oder davor? Ja, das habe ich schon weggeklickt. Also die Reihenhäuser da. Das sieht man von Weitem. Wir waren nämlich im Herbst letztes Jahr da drüben. Irgendwo da drüben auf dem Berg ist auch eine Burgruine. Mhm. Und dann haben wir die Ruine, die Burg hier gesehen. Mhm. Und auch davor. Macht ihr jetzt Burgenhopping? Ja, es gibt jede Menge. Hier ist noch eine Burg, nächste Burg. Nächste es gibt hier, wenn du hier, man sieht sie jetzt nicht, weil sie so im Wald liegen, aber es gibt jede Menge Burgen hier in den Hügeln. Aha. Die nächste ist da rechts. Die sieht man auch nicht. Und dann sieht man, eigentlich fällt zuerst dieses Gebäude auf, der richtige Betonklotz da in der Landschaft. Und das ist erst diese Burg hier mit Turm. Mhm. Und so sind wir überhaupt hier drauf gekommen, auf diese kleine Burg. Hm.